Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer draußen und drinnen. Wenn die FDP hier eine Aktuelle Stunde zur Energiepolitik macht, dann kann man sich wirklich auf was Schönes freuen. Herr Brockes hatte ja eingeleitet mit der Behauptung, es gäbe eine Umverteilung von unten nach oben. Da hat er tatsächlich ausnahmsweise mal recht. Und das würde uns in den Abgrund führen. Vielleicht, weil die Konten der großen Oligopole jetzt wegen Überfüllung geschlossen werden müssen durch diese Umverteilung oder warum. Ich kann Sie aber beruhigen, nicht alle stehen am Abgrund, die FDP ist schon einen Schritt weiter. Unter dem Vorwand angeblich aus dem Ruder gelaufener Kosten bei der EEG-Umlage hat also Industrie- und Konzernminister Gabriel jetzt seine EEG-Reform auf den Weg gebracht. Sie dient vor allem einem Zweck. Die Energiewende muss den Bürgern aus der Hand genommen werden, damit endlich die Oligopole sie übernehmen können. Ganz aktuell haben die Erneuerbaren den dreckigsten fossilen Energieträger, die Braunkohle, bei der Stromerzeugung vom ersten Platz verdrängt. Jetzt im zweiten Quartal 2014. RWE, E.ON und Co. verlieren ihr Geschäftsmodell mit der schmutzigen Stromerzeugung. Und sauber können sie offensichtlich nicht ohne fremde Hilfe. Also muss einmal wieder der Staat mit Gesetzen helfen. Und dabei könnte es ja so einfach sein. Die Bürger übernehmen ihre Energieversorgung, am besten auch die gesamte Netzinfrastruktur selbst. Es entstehen mehr Arbeitsplätze bei den Erneuerbaren, als bei den Konzernen verloren gehen. Und wenn es nicht die Unzahl von Befreiungen, von Umlage und Netzdurchleitung gäbe, dann wäre die Belastung für die Tarifkunden niemals so groß geworden. Aber das war genau das Ziel von Schwarz-Gelb von Anfang an. Man schuf immer mehr Ausnahmen für die Industrie. Sie summieren sich auf mittlerweile über 5 Milliarden und der Bürger und das mittelständische Gewerbe bezahlen dafür. Subventionen werden privatisiert. Und die finanziell Schwachen, die wirklich hart betroffen sind, müssen den Preis zahlen. Und die Politik tut dann so, als müsste man eine Strompreisbremse einführen, damit die Privathaushalte entlastet werden. Nein, die Ausnahmen müssen reduziert werden. Und die wirkliche Armut hier im Lande, die muss mit einer Sozialpolitik bekämpft werden, die den Namen Sozial auch verdient. Aber davon hatte sich ja schon die rot-grüne Bundesregierung Schröder-Fischer mit ihrer sozialdarwinistischen Agenda 2010 verabschiedet. Dann wartet man also ab, bis die EU sich zurecht beschwert. Und vor diesem Hintergrund kommt dann die große Reform. Gabriel macht weiter, wo Schwarz-Gelb abgewählt wurde, mit einer Reform, die genau dort zuschlägt, wo der eigentliche Erfolg des EEG deutlich wird. Strom vom eigenen Dach ist billiger als der vom Energieversorger. Für den Eigenheimbesitzer hat man gerade noch eine Bagatellgrenze eingeführt, aber für den Strom aus der Dachanlage auf dem Mietshaus, den die Mieter günstig kaufen, wird die EEG-Umlage zumindest teilweise bald fällig. Das Gleiche gilt für den Gewerbebetrieb, der sich selbst mit Ökostrom versorgt. Es ist nichts weiter als eine Sonnensteuer, die der Staat erhebt, um den Eigenverbrauch unattraktiv zu machen. Und mit der gleichen Stoßrichtung wird dann die Direktvermarktung einerseits zum Normalfall gemacht und andererseits gleichzeitig besonders für kleine Anbieter und Genossenschaften erschwert. Die brauchen die Sicherheit einer kalkulierbaren Einspeisevergütung oder feste Prämien für die Vermarktung. Und genau diese Sicherheit wird abgebaut und stattdessen werden Ausschreibungsmodelle zur Pflicht gemacht. Das Ziel ist klar. Wenn schon Ökostrom, dann bitte den Oligopolen zuschanzen, die nur das Geschäft mit dem schmutzigen Strom beherrschten und den Wandel verschliefen. Und das ist auch kein Wunder angesichts des über Jahrzehnte gewachsenen korrupten Filzes zwischen Politik und Energiekonzernen. Nichts brauchten wir nötiger als Endlager für abgebrannte Parteistäbe. All die schönen Versorgungsposten für ausgediente Politiker mussten sich ja irgendwann bezahlen machen. Und dabei hat sich unsere Landesregierung noch selbst stark gemacht für Genossenschaften. Aber die Ablehnung unseres Antrages für eine weitere Stärkung der Energiegenossenschaften zeigt eben, dass das auch nicht so wirklich ernst gemeint war. Die Energieversorgung wird weiterhin den Oligopolen gehören und der Bürger darf die Profite zahlen. Das und nichts anderes ist das Ziel von Konzernminister Gabriel. Und unsere Landesregierung, das ist jetzt wirklich meine Befürchtung, wird dem auch keine Steine in den Weg legen, indem sie zum Beispiel den Vermittlungsausschuss anruft. Davon habe ich auch nichts gehört hier in der Debatte heute. Gabriel und die fossile Landes-SPD hier machen, was die Oligopole wollen. Und die grüne Landesfraktion hat die Energiepolitik seit Jahren aufgegeben und ist zu einem schlaffen Wurmfortsatz der SPD-Landtagsfraktion
mumifiziert. Wir müssen also mit dem Schlimmsten rechnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Rosen.